Servus Pyrus, Servus YouTuber, hi, ich grüße euch. Heute geht's zu einem weiteren Unboxing. Weko XXL, in diesem Jahr nur eins, im letzten Jahr waren es drei. Gibt's auch ein kleines Video von, schaut es euch an, dann könnt ihr vergleichen, wo die Unterschiede sind oder vielleicht haben wir hier wieder das gleiche Paket. Aber ich glaube nicht, weil ich habe schon irgendwie schon gesehen, dass im Netz bei YouTube viele Pakete geboxt worden sind und das war ein anderer Inhalt, wie ich das letztes Jahr hatte. Nun gut, empfehlenswert sind die auf jeden Fall, weil Warenwert übersteigt garantiert den aktuellen Preis für diese Pakete. Und ja, gebt alles drum, dass ihr was bekommt und dass wir ein schönes Silvester haben. Und jetzt, let's go, lasst sie uns aufmachen. Was drin ist. Naja, noch dazu gesagt, wenn es euch gefällt, mein Video, mein Kanal, abonniert mich, teilt das Video, lasst eine Glocke da, weil es gibt nächstes Jahr eine Menge. Oder es gibt auch schon eine Menge auf dem Kanal. Okay. Dann schauen wir mal rein, was so drin ist. Gut, sieht das aus. Okay. Nun gut, wir haben hier die Raketen Helios von, nein, die Venus von Helios. Das sind richtig schön große, dicke Raketen, großes Röhrchen. Was steht denn drauf? Hergestellt in Deutschland. Also das sind die Premium-Line-Raketen. Ihr könnt es auch hier sehen, was darauf steht. Ich denke, 20 Gramm NEM ist drin. Und davon haben wir die Venus. Die Orion. Ich muss die kurz drehen, die liegen verkehrt rum hier drin. Die Saturn. Die Mars. Und sind insgesamt fünf Stück, die lose drin liegen. Die Orion nochmal dazu gesagt. So, NEM ist 20 Gramm drin in diesen schönen fünf Raketen. Und ihr seht, ja, das sind tolle Sachen. Tolle, schöne, einzelne, große Raketen. VPI, die kämpfen für uns. Okay, fünf lose Raketen. Als nächstes haben wir 6, 2, 2, 4, 6 Stück, nämlich die Viel Glück, Glücksbringer-Rakete. Sind auch, wie gesagt, 20 NEM drin, jeweils. Und was haben wir denn hier? Hier sind wohl irgendwie so kleine Dinger drin. Sind von Helios. Und 6 Stück. Auch schön große, also eigentlich ist gleich die gleiche Größe, wie ich die euch eben gezeigt habe. Schön groß. Steht da was drauf? Sehe ich was? Ja, NEM circa 119 Gramm für die 6 Stück. Also 20 Gramm NEM. Sehr schön. Ich mache euch gleich auch noch eine Gesamtaufstellung, was alles drin war. Also, ich kann so viel sagen, es ist nicht das gleiche Paket wie letztes Jahr. Des Weiteren, Pure Heroes. Das ist so ein kleines F1-Paketchen. Ja, sind Knallerbsen drin, Wunderkerzen, Knatterartikel, Bodenwirbel, Fontäne und Knallartikel. Das ist ein F1, hatte ich euch schon eben gesagt. Wir haben zweimal die tolle Biene drin, zweimal die Wunderkerzen, Knatterfritze dreimal, Knallerbsen einmal, Metroiden. Die sind so ein kleines Crackling und 50 coole Knallerbsen steht hier. Ja, ist auch ein schönes Gerät. Ne? So für die Kleinen oder so. Für vorne. Vorab zum Werfen, um jetzt schon was zu zünden. Okay. Oh, das sieht sehr, das ist ein schönes Paket. Dann haben wir hier als nächstes ein kleines
Fontänen Feuerwerkssortiment Kategorie F2, den Spinder. Was ist drin? Ein römisches Licht. Fontäne, 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 Fontäne. Ja, habe ich eben schon gesagt, ne? Fontänensortiment. Ist auch recht schön. Und ist, ja, schön. Siebenfach sortiert. Riesenleuchtfeuerwerksortiment. Ja, gut. Riesig. Man kann es machen, oder? Ja. Schön. Dann haben wir hier einmal das Knallkörpersortiment. Ja, nennt es sich Nitroböller. Was haben wir drin? Wir haben viermal Mini-Knaller. Ein Maschinerböller A, zwei Maschinerknaller, ein Maschinerböller B, ein Maschinerböller 1 und Riesenschinerböller D steht hinten drauf. Ja, auch nicht schlecht, oder? Dann haben wir was vor vorne weg für den Tisch. Eine kleine Party-Spaß-Tisch-Feuerwerk-Bombe F1. Wie heißt sie über Partyspaß? Ja, hatte ich eben schon gesagt. Kann man mal wegzünden. Auch eine schöne Sache. Also ich muss sagen, es gefällt mir wirklich gut. Das staubt ein bisschen, das ist was sehr Kleines. 25 Schuss Crackling Batterie. Der Watt Booster. Nicht wie es jetzt ist, Boostern, nämlich der Booster. Also was Kleines, Süßes. Wie nennt man das? Handtaschenbatterie, oder? Cool, 25 Schuss, aber die wiegt auch nichts. Also ich habe noch nicht geguckt, ich schau mal, was haben wir an NEM. Wartet, ich gucke es für euch. Brenndauer, 35 Sekunden, 25 Meter für Effekthöhe, 8 mm Kaliber, steht unten drauf, 18 Gramm. Ja, so viel wiegt das auch, glaube ich, 18 Gramm. Das kommt der Sache ganz nah. Sortiment, ein Raketensortiment, nämlich den Magic Rockets. Aha. Da sind Rainbow, Silber, Flimmer, Silber, Red Star, also auch sowas Kleines, ne? Auch nicht schlecht. Ja, kleines Sortiment. Ich sehe einen sehr großen Batzen. Ne? Machen wir hier weiter. Dann haben wir hier die kleine Heulerbatterie. Nennt sich Scream Machine. Ja, die rieselt auch ein bisschen was. Ja, so, 222 Schuss, 50 Meter Effekthöhe, 8 mm Kaliber. Ja, gut. Die werden wir ja so nicht mehr bald sehen, weil die Plastikhauben sind ja verboten, die wurden ersetzt. Ist auch gut so für die Umwelt. Okay, dann geht's weiter. Was machen wir? Ich lasse den Dicken für den Schluss, oder? Eine Kleidoskop. Das Kleidoskop scheint eine Fontäne zu sein. Ja, Kombination Fontäne und Feuertopf. Kleidoskop F2 hat ein M&M von, ich suche es für euch, das finde ich manchmal so schlimm hier, dass ich es finde, 90 Gramm. Eine Steighöhe von 8 Metern. Nee, stimmt nicht. Sehe ich nicht, muss ich vorne gucken. Sorry, entschuldigt mich. 45 Sekunden Brenndauer. 10 Meter Effekthöhe und 22er Kaliber. Wiegt auch nicht gerade viel, aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Batterien, die rieseln immer. War letztes Jahr schon so. Das ist phänomenal. Enigma. 15 Schuss. 20 Sekunden Brenndauer, 40 Meter Effekthöhe. Ja. Kometen in Rot und Grün mit Gold und silbernen Blinkern sowie Knatter steht drauf. Ist auch so eine kleine Süße, ne?
Schick, schick. Okay, dann geht's weiter mit Vampire. 72 Schuss, Power-Effekt-Batterie, 13 mm Kaliber, 60 Sekunden, 30 Meter Effekthöhe. Ja, eigentlich auch eine schöne Batterie. NEM wollte ich euch noch sagen. NEM hat sie. Was hat sie denn? Nächstes Mal gucke ich mir die Dinger vorher an, dann weiß ich, wo es steht. 176 Gramm. Also auch was Schönes, Kleines. Ich mache das von der Größe her. Dann nehmen wir uns die hier. Eine 14 mm Batterie mit 64 Schuss. Die Guardian 35 Meter Effekthöhe. Brenndauer 30 Sekunden und 14er Kaliber. Ja. Sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Schön. Ich glaube, das wird eine schöne Sache hier. Hier sehen wir auch die Effekte drauf, die sie uns verspricht. Ja. Schick, schick, oder? Also für das Geld nichts verkehrt gemacht, würde ich sagen. Und dann haben wir hier, ja, die wiegt extrem gar nichts, würde ich sagen. The Crown King. Ist eine Fontänenbatterie. F2 natürlich und 160 Gramm. Es fühlt sich eigentlich an, als ob die hier eine leere Batterie reingetan hätten. Aber es ist was drin. Das ist eine schöne Fontäne. Oh, Fontäne mit weißen Blüten, Silber-Titan-Fontänen-roten und grünen Sternen und Knatter und Popping Stars. Okay. What the fuck sind Popping Stars? Circa 4 Meter Effekthöhe und 20 mm Kaliber für eine Minute. Ja. Macht bestimmt auch Spaß. Toll. Dann haben wir hier noch einen kleinen. Das ist rasant geschossen Feuertöpfe mit Knistereffekt. 72 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Effekthöhe, 15er Kaliber. Joa, und die wiegt jetzt auch was. Ne? 375 Gramm NEM. Die Nightlife, okay, Double Effect Power Batterie steht drauf. Da seht ihr es. Ne? Die Effekte sollen drin sein. Ja, das gibt was. Klasse. Und die hier auch ein Gewicht. Okay. So, und dann kommen wir, meine ich, zur letzten des Kartons. Und das ist tatsächlich, das ist das erste Mal, meine ich, dass ich das habe. Oder schaut mal in das Unboxing von letztem Jahr, ob da auch eine 500 Gramm Effekt-Batterie drin war. Denn hier liegt eine. Sogar eine Fächerbatterie. Und es ist die Flying Circus, meine Freunde. Flying Circus, 25er Kaliber, 25 Sekunden Brenndauer, 50 Meter Effekthöhe. Ja, imposante geknatter Feuertöpfe mit Pfeif in Rot und Grün. Ja, geil. Ja, wirklich geil. Richtig cool. Richtig schöne Batterie. Und ich mache es euch mal kurz auf, damit wir auch mal reinschauen, ob wirklich was drin ist. Ne? Und, was soll ich euch sagen? Ja, es ist was drin. Da. Ja, geiles Design. Wirklich cool. Coole Sache. Hier mit der Lady drauf, die im Zirkus am Seil hängt. Und die Effekte sehen wir auch noch. Ein schöner Fächer. Da freue ich mich drauf. So, jetzt baue ich das noch ganz kurz auf und dann schauen wir uns das noch mal einmal im Gesamtbild an. Ja, geil. Wir haben dort hinten viel Glück Magic Rockets liegen. Dann hier vorne die Nitro Böller, die Pyro Heroes hier vorne im Bilde. Dann das kleine Fontänen Sortiment, Spinner, dann haben wir die Crown King, der Partyspaß, die kleine Heuler, schrille Heulerbatterie, Blinkerbatterie, den Booster,
Oh, dann die 72 Schuss Vampire, die Guardian, die Lightlife und die Flying Circus. Richtig coole Batterien diesmal in den Paketen drin. Also man kann das gar nicht anders sagen. Das sind richtig schöne Pakete, die Weco dieses Mal gepackt hat. Und ja, hier vorne liegen noch die einzelnen Raketen. Schön Saturn, Orion, Mars und Venus. Und ja, freut mich. Ist ein schönes Paket, was ich abgekriegt habe. Und schreibt es mir in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und das können wir machen, oder? Ja. Okay, ich danke euch fürs Schauen. Lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Schaut euch meine weiteren Videos an, auch das Unboxing vom letzten Jahr, was ich erwähnt habe. Oder. Einige Videos sind online. Okay, Cheerio, adieu, macht's gut.